ohne Fraktus wäre ich nie auf die Idee gekommen, selber Musik zu machen. Fraktus! Sie waren Deutschlands wichtigste Band. Erst Jahre später merkt man, was für einen Impact Fraktus hatten. Sie waren die musikalischen Vorbilder der 80er. Für mich waren Fraktus immer die Größten. Und die Urväter des Techno. Fraktus wäre wahrscheinlich heute eine so bekannte Band wie Kraftwerk oder vielleicht Yellow. Ich dachte mir, dass die eigentlich noch die nächsten 10 Jahre zu hören sein werden, aber auf einmal war Schluss. Und das war's, das war das Ende von Fraktus. Ich habe nie mehr wieder was von der Band gehört danach. Das soll sich jetzt ändern, denn ein Filmteam macht sich auf die Suche nach der geheimnisvollen Band. Der Plan? Eine Reunion von Fraktus. Sigi Schubert, welchen Stellenwert hat Musik für dich? Ja, schau mal zu! Das ist meine Art von Musik. Verstehe. Was wird passieren, wenn sich die Gründungsmitglieder nach über 25 Jahren wiedersehen? Na, du Fotze! Ja! So, der Mann los. Werden Fraktus es noch einmal gemeinsam versuchen? Was macht ihr denn hier? Könntest du dir eine Wiedervereinigung vorstellen? Eine Wiedervereinigung? Nein. Was ihr habt, das ist doch was ganz, ganz Besonderes, was ganz, ganz Großes. Die Idee Fraktus ist doch viel größer als ihr selbst. Ihr habt doch eine Verantwortung gegenüber den Leuten da draußen. Weißt du was? Also ich hab Bock. Fraktus sind zurück, die Elektroschocker aus den 80ern stehen seit mehr als 25 Jahren mal wieder auf der Bühne. Da gehört ein bisschen mehr dazu, als zu dritt dahin zu marschieren und zu denken, ja, wir haben alles im Sack. Es wird kein leichter Weg. Machen Sie das ein paar Knallköpfe. Aber 2012 wird das Jahr von Fraktus. Ist das ein Sound? Kennst du uns eigentlich, Fraktus? Ja.